Ja, weiter geht es mit Let's Play Rift. Wir stehen hier am in der Sandsturmzuflucht, da, wo wir genau das letzte Mal aufgehört haben. Wenn wir uns nämlich umschauen, dann sehen wir hier die ganzen Feinde rumwuseln. Deswegen war ich auch noch nicht nach Post gucken, deswegen ist das Symbol auch dort. Was gibt es sonst noch? Ja, wir können natürlich die Sachen hier einlesen, bevor ich zum Eingemachten komme. Sondern mal, Artefakte hatten wir alles, ne? Genau, ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht nach Post geguckt, weil ich hier diesen Standpunkt nicht verlassen wollte. Und ich schaue einfach mal. Ich habe doch irgendwas aufgenommen vorhin. Wo ist es denn? Hier haben wir das tägliche Stammspielergeschenk einmal. Himmlischer Überrest. Ach, natürlich, sie ist die Einzahl. So, und ein Artefakt. Jawohl, das lesen wir uns auch gleich mal ein. Da gibt es ja zwei Sets für. Ja, wir haben in beiden was drin. Ich mache das jetzt mal hier rein. Und dann haben wir natürlich noch das wöchentliche Stammspielergeschenk. Dort ist wieder eine Vorratskiste Spektralkutsche drin. Aha, das ist wieder eine neue Kiste. So, die schauen wir uns sofort an. Genau, bis Stufe 70 angemessen, bla bla. Vielleicht sollten wir uns die auch da erst aufmachen. Außer ihr habt natürlich... Seid der Meinung, dass ich die jetzt schon aufmachen kann, dann könnt ihr mir das natürlich sagen. Und jetzt ist natürlich ein neues Content-Update raus. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und deswegen kriegt man hier als Spieler wohl so ein himmlisches Belohnungsversteck. Da schaue ich doch gleich mal heim, was da drin ist. Eine Truhe mit individuellen Belohnungsladungen. Artefakt wollte ich schon fast sagen, aber es ist ein Sagum des Blitzes. Das Einsammeln dieses Gegenstand schaltet das Garderobenerscheinungsbild Sagum des Blitzes frei. Ach so, Platz Umhang, Kategorie Stoff. Ach, coolen Umhang. Sehr nice. Dann haben wir einen tenebrischen Antrieb. Wird zum Aufwerten benutzt, jawohl. Und eine flimmernde Flunkertasche enthält 100 phänomenale Funkler, die im monatlichen Stammspieler-Quest erforderlich sind, bla bla. Ja, dann plündern wir das Ganze mal, zack. Und, habe ich jetzt schon diesen Skin? Ich muss mal kurz schauen, ich habe hier, ja, wesentlich mehr drin. So, wollen wir nochmal schauen. Hier, Garderobengegenstand, jawohl, das machen wir nochmal auf. Nein, nicht hier, sondern auf dem Charakterbild. So, warte mal, hier, Garderobe, da haben wir es doch. So, Umhang haben wir ausgeblendet, damit wir unseren Hammer sehen. Derzeit haben wir diesen roten Umhang an. Und wir schauen jetzt mal, das war dieser hier, Sagum des Blitzes. Ja, das ist jetzt auch nicht so spektakulär. Deswegen blende ich das Ganze wieder aus und speichere das natürlich nicht. So, was gibt's sonst noch Neues? Ach ja, dieses Prophecy-Update, das ist jetzt wohl für alle kostenlos und zwar dauerhaft, weswegen ich hier vor Freude mal direkt reinspringe und mein Knüppel schwingen lasse. So, geht's direkt nämlich weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich würde sagen, dass wir am Sonntag dann nach der Post schauen, wenn ich denn wieder in Glücksküste oder wo auch immer bin. So, da kommen gleich die nächsten angeschissen, das ist nicht weiter schlimm. Denn die brauchen wir doch eh, den Leutnant, jawohl, da brauchen wir noch 5 Stück von. Da haben wir uns ja gar nicht drum gekümmert. Aber die laufen doch mal mit ihrer Wachenböe rum. Ist gar nicht so cool. Auch wenn die nicht wirklich Schaden machen, so haben wir es halt doch mit einem Gegner mehr zu tun. So, können wir die hier auch rausziehen? Ne, die brauchen wir gar nicht, ne? Wir brauchen nur noch Leutnants und Gedankenveredelungsentwürfe von den Erfindern. So, warte mal, springe ich erstmal hier rein. Aber ich dachte, jetzt kommt das Vieh auch noch angeschissen, tut es aber nicht. Das ist wunderbar. So, zack, der ist kaputt. Warum auch immer die Schlange jetzt hier auch geglitzert hat. Was ist das da vorne? Ach so, das sind die Wächterteile, die Skeptiker. Ist das ein Erfinder? Nein, wo sind die denn? Hier sind nur Leutnants. Ja, warte mal. Dann gehe ich mal auf den hier. Schlage ich mir mal eine Schneise und ich guck mal, was da sich da hinten im Lager verbirgt. Wahrscheinlich noch mehr Sturmlegionen schergen. So. So, du bist kaputt. Und du folgst sofort im Anschluss. Wenn denn mein Powerschlag wieder da ist, da war er auch gerade. So, zack, zack.
Ich hoffe, ich kann euch einigermaßen mit meinem Rift-Let's Play unterhalten. So, hier gehen wir rüber. Vielleicht ist euch das auch zu langweilig. Euch, einer hat sich ja gewünscht. Ich muss mich mal räuspern, weil meine Stimme noch nicht ganz da ist. Weil ich nämlich am Wochenende noch weg will. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt auf. Es wurde sich ja von jemandem gewünscht, dass ich mehr Raids zeige, also Instanzen. Kann ich natürlich machen. Warte mal, hier sind auch keine Erfinder. Wo sind die denn? Hier sind schon wieder die Nager. Die interessieren mich nicht. Ja, das ist ein Kommando, den brauchen wir auch nicht. Na, dann holen wir erstmal den Leutnant ran. Da brauchen wir auch nur noch einen einzigen von. Wo sind die denn? Da ist einer. Die sind in den Lagern drin. Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Das ist nicht mal ganz so leicht, eine Gruppe zu finden, beziehungsweise... Da ist ja auch immer, nicht jeder will in der Aufnahme drin sein und dann muss man halt schauen, dass man das irgendwie geregelt bekommt. Warte mal, den brauchen wir. Na super, jetzt habe ich auch noch Ed gezogen. Ah, ist nicht weiter schlimm. Okay, jetzt habe ich zwei Eds gezogen, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Denn Glenman ist ein Überlebenskünstler. So, hier, Krawumms. Und da liegt das Vieh gleich am Boden. Ein mächtigen Trank für uns. Als Überbleibsel. So, die haben mir nämlich gar nichts zu melden. Die Sturmlegion soll sich hier schön aus den Schimmersanden oder aus Schimmersand verziehen. Aber die bauen ja ihre Gedankenkontrollmaschine. Ja, ist alles nicht so toll. Warte mal, dich brauchen wir auch nicht, ne? Haben wir hier oben noch irgendwas, was glitzert oder sonst irgendwas? Ne, da unten auch nicht. Ich schaue hier trotzdem mal ein bisschen abseits des Weges, weil vielleicht finden wir ja noch die eine oder andere Überraschung. Das ist ja das Tolle an Rift. So, da wird man nämlich auch mal belohnt, die Gegend zu erkunden. Aber in diesem Falle wohl eher nicht. Wir sind ja wieder in den Brühwasserfeldern. Dort haben wir uns ja am letzten Wochenende hauptsächlich aufgehalten. So, warte mal, hier sind auch keine Erfinder, ne? Nee. Ich muss tatsächlich ins Lager. Ich kann doch in das Lager reinschauen, da habe ich gar nicht reingeschaut. Da bin ich einfach nur vorbeigeschlurft. So, ihr seid so weit weg. Ich glaube nicht. So, ah ja, was ich noch erzählen wollte, das Sommerfest ist jetzt in Rift gestartet. Ihr seht es ja in der Quest. Kühlen Kopf bewahren, das passt ja auch zu der Hitze momentan. Relax und genießt das schöne Wetter. Versucht euch an unserer Schnitzeljagd. Aber denkt daran, immer Insektenschutz aufzutragen. Ja. So, hier haben wir auch, da haben wir welche. Er bringt ja nichts, ich muss ja hier rein. Ah, ich springe jetzt einfach hier rein. Sollen doch noch mehr kommen. Das ist mir doch egal. Ja, da ist einer. So, hör mal auf, hier rumzustehen. Das ist ja wie im Tennisspielen. Ich habe noch nie verstanden, warum die Tennisspieler beim Aufschlag die ganze Zeit so komisch rumstöhnen, als würden sie, ja, weiß ich. So. Der ist auch weg. Gut, dann nehmen wir natürlich den Stoff an uns. Jetzt kommt hier die Windzähmerin auch gleich angeschissen. So, da kippt er auch gleich schon aus den Latschen. Nahmen auch schon den nächsten. Ah, die ziehen doch ein bisschen was ab, aber es lässt sich ganz gut aushalten. Wir sind halt noch nicht so OP. Wobei, wir dürften bald ein Level Up erfahren. So, den hole ich jetzt mal ein bisschen hier hin und ziehe den raus. Ja, ganz großes Kino. Das Kommando war natürlich nicht geplant. Aber mit dem wären wir auch schon irgendwie fertig. Nachdem wir die Kuppe unseres Hammers zu spüren bekommen. So. Sehr schön. Da haben wir uns doch ganz tapfer hier geschlagen. Uns fehlen noch drei Erfinder. Ja, da unten, die sind immer in diesem Lager, die Feiglinge.
Die sind immer im Lager, aber ich würde sagen, wir gehen auch langsam mal zurück. Hier sind ja auch welche von denen. Ne, das ist ein einsamer Leutnant, den können wir nochmal eben schnell kaputt schlagen. Ich glaube, von hier irgendwie sind wir gestartet. Huch, daneben geklickt. Ich wollte eigentlich diese Fähigkeit anklicken. So, und dann schauen wir, ob wir hier noch welche finden. Also hier ist natürlich auch ein Lager. Aber da müssen wir uns auch wieder reinkämpfen. Das ist natürlich mal blöd. Also einzeln kriegt man die wohl nicht. Wobei, wir gehen in das Lager, denke ich mal. Weil, ja, wir müssen uns ja gleich auf dem Rückweg machen. Und dann können wir uns schon mal ein bisschen nach vorne kämpfen. So, den und... Ach mal, das ist sogar ein Erfinder hier. Stehen also doch nicht alle unmittelbar im Lager. So, gib uns deinen Entwurf. Dann fehlen uns nur noch zwei Stück. Das ist wunderbar. Dann haben die Aufgabe nicht auch bald abgeschlossen. Da ist noch das Erz, was ich mitnehmen werde. So schön, dass ich nochmal nach rechts geguckt habe. Auch wenn es natürlich auf der Minimap vermerkt ist. Ich gucke da nicht immer. Also ich gucke selten auf die Minimap, muss ich zugeben. Also zumindest was... ja, was die Ressourcen anbelangt. So, hier haben wir... Jawohl, hier haben wir. So, zack. Hier haben wir auch direkt zwei Stück, die uns angehen. Hier, der Skeptiker-Gefangene, der darf uns gerne mal unterstützen. Aber ich denke, der ist unter... unter Gedankenkontrolle oder zumindest nicht zurechnungsfähig. Das bin ich aber meistens auch nicht. So. Gut, das soll nämlich keine Ausrede sein. So, da haben wir hier... den letzten. Ah, da haben wir auch ein Artefakt. Sehr cool, dass ich hierher gegangen bin. So. Damit haben wir die ganzen Quests hier auch abgeschlossen. Ich nehme das mal dankend an mich. Auch wenn ich das schon habe, ich packe es einfach in meine Truhe. So, haben wir hier oben irgendwas? Nee, das sind noch die Heuler. Hier haben wir einen Riss, was ich nicht angehen möchte. So, was befindet sich hier? Ich glaube, wir müssen jetzt alles abgeben, ne? Mal, lass mal auf die Map schauen, bevor ich hier irgendwas falsch mache. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wir sind hier unten. Also hier wird nichts mehr angezeigt. Wir müssten eigentlich wieder zurück. Und es sind noch alle Quests angekreuzt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir uns auf den Rückweg zum Windzorn-Außenposten und geben die ganzen Quests ab, die, glaube ich, Geschichtsquests waren, wenn ich mich recht entsinne. So, dann müsste meine krächzende Stimme noch ein bisschen länger ertragen. Das tut mir nicht leid. Gut, hier haben wir die ersten Sturmlegion-Fuzis damals erledigt. So, und hier müssten wir jetzt zum Windzorn-Außenposten kommen. Jawohl. Das sind wir auch schon. Ah, Gregor Banane. So, das dachte ich mir. Übertriebene Zuversicht führt zu nichts, wisst ihr. Ihr scheint mir klug genug, um nicht einfach kopflos der nächsten Gefahr entgegenzustürmen. Doch, das tue ich eigentlich. Ohne zuvor einen Plan auszuarbeiten. Das ist wohl der Grund, warum Lady Asha so große Stücke auf euch hält. Ich stürme eigentlich die ganze Zeit rein. Lebt in Ruhe, sterbet als Held. Ja, das tue ich doch gerne. So hört mich an. Ja, aus dem Konzept. Ja, jetzt sei ruhig. Aus dem Konzept. Das ist genau, was ich brauche. Wenn ich ihren Aufbau rekonstruieren kann, entdecke ich vielleicht irgendeine Schwäche. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Essam wird sich über diese neue Entwicklung freuen. Vertraut euren Gefährten. Ach, das ist der Essam. Sturmfront. Ich glaube, selbst so ein mächtiges Wesen wie Crucia kann durch die Handlung ihrer einiger weniger bezwungen werden, Garavon. Ich werde nicht Halt machen, bis sämtliche Gedankenkontrollvorrichtungen in Schimmersand für immer zerstört sind. Das verspreche ich jenen, die mir genommen wurden. Ja, jetzt hat er die nächste Quest. Zerstört kristallierte Regulatoren. Ach nee, sind das jetzt die Kristalle, die wir vorhin gesehen haben? Jetzt müssen wir ja wieder dahin. Hallo. Ja, Achso, das ist eine Geschichtsquest. Okay. Oh nee, warte, ich muss was trinken.
So, die Sturmlegion stellt eine ernstzunehmende Gefahr für unsere Truppen und die Menschen in Schimmersand dar. Lady Asha hat die sofortige Zerstörung ihres kürzlich entdeckten Gedankenkontrollsenders und die Exekution ihres Anführers Sturmfürst Kasimir befohlen. Cool. Gregor Banane möchte, dass ihr den Gedankenkontrollsender bei der Sturmzuflucht südwestlich des Windzornposten zerstört und dann Sturmfürst Kasimir besiegt. Was kriegen wir dafür? Ja, es ist gar nicht so schlecht, ne? Also jetzt pusht sich hier das ganze Zeug nach oben. Ja, gute Reise, du mich auch. Da haben wir noch ein Stückchen Erz, was wir uns mühsam abkloppen. Ah, wir haben einen Gürtel bekommen, den möchte ich auch gerne anlegen. So, warte mal, Rüstungen. Da wird der wahrscheinlich irgendwo bei sein. Aber der war nicht blau, ne? So, dann schauen wir nochmal durch hier. Das müsste der sein. Der hat alles plus, deswegen denken wir nicht lange drüber nach und ziehen den an. Sehr schön, damit machen wir auch ein bisschen mehr Schaden durch den Weisheitsgewinn und so weiter und so fort. Das irritiert mich immer. Beim Einloggen steht hier, dass ich die Schlachtzugstärkung anhabe, aber jetzt ist sie erst aktiviert. Also ich weiß nicht. Scheinbar scheint sich nur die Aktionsleiste nicht zu aktualisieren. So, sehr schön, dann steige ich mal auf den Sattel. Und ja, wir müssen wieder hier hin. So ein blöder Mist. So, aber ich glaube, wir können auch hier unten her, ne? Denn vorhin sind wir ja doch durch die Brühwasser, also in den Brühwasserfeldern rausgekommen. Aber ich springe hier einfach mal mitten durch. Ah, jetzt werden wir wahrscheinlich in den Riss geraten. Nein, mit ein bisschen Leertastengespamme kommen wir auch gefahrenlos ja, über dem Riss hinweg. So, wir müssen die Kristalle zerstören. Damit sind ja diese hier gemeint, ne? Ja, wir müssen nur jetzt hier die Viecher nochmal ausschalten. Und das dürfte eigentlich auch, ja, unser Level-Up werden. So, kaputt. Wir dürfen auch nicht vergessen, mit Stufe 50 hier die Kiste aufzumachen, wo dann wieder ein aktualisierter Hammer oder sowas drin ist. So, guck mal, ich zerstöre deinen Kristall und du kannst nichts dagegen tun und du tust auch nichts dagegen. Das finde ich echt gut von dir. So, kaputt. Na, jetzt komme ich hier den Berg nicht hoch. Das sieht immer so affig aus, wenn man ja, natürlich, der kommt nicht. Also muss ich runter und jede Menge Ed ziehen wieder. Das ist nicht schlimm. Da haben wir eine Sturmblume. Die werde ich auf jeden Fall pflücken. So, da hat sie nochmal kurz genießt im Kampf. Die gute Sturmlegion-Dame. So, was mich natürlich, was ich mich letztens gefragt habe, als mir jemand gesagt hat, hier ist ja doch relativ wenig los in Rift. Ich weiß zumindest, dass zu Sturmlegion-Zeiten die meisten Spieler in der Sturmbucht abgehangen sind. Wir befinden uns ja hier in den Classic-Gebieten. Also die eigentlich eh jeder Stammspieler und jeder Spieler schon mindestens einmal durchlebt hat. Und ich glaube, einige werden da wahrscheinlich auch sofort Abenteuer machen, um schneller zu leveln. Ich weiß zumindest, zu Sturmlegion-Zeiten waren die ganzen Spieler in jetzt geht doch hier durch. Waren die ganzen Spieler in der Sturmburg. Das ist die Hauptstadt von der Sturmlegion. Und ja, ich bin mal gespannt, wenn wir dann dort ankommen, wie dort das Spielerverhältnis ist. Jetzt kommen eh wieder alle angeschissen. Da kann ich auch direkt reinspringen. So viel zum Thema, ich plane, bevor ich zuschlage. Ich springe einfach mitten rein und hoffe, dass ich stark genug bin, um den Scheiß hier zu überleben. So sieht's nämlich aus. Aber wie gesagt, es gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Auch wenn wir keine Rest-XP mehr haben. Ich weiß nicht warum. Stammspieler müssten wir aber eigentlich noch sein. Ich weiß sogar nicht, wo man das nachgucken könnte. So. Na, gehst du jetzt kaputt? So, geht doch. Okay, hier ist, hier sind zumindest zwei Gefangene. Ich gehe mal hier hin. Das ist doch Kasimir. Den muss ich doch killen. So, warte mal. Jetzt zerstöre ich erstmal hier. Oder ich aktiviere mal was. Zack.
So, die gehen nicht aus, aber hier passiert etwas, ja, natürlich. Ihr könnt mich nicht aufhalten, was ich begonnen habe. Sturmzornverteidiger, aktiv, ach hier, transformier dich. Nein, kümmert euch um diese Bedrohung, ja. Sie kann mir aber nichts entgegensetzen. So, jetzt aktiviere ich mal den zweiten Knopf. Zack. Ihr seid zu spät. Mein Überträger ist bereits vollständig. Jetzt mal auf mich anzugreifen. Vollständig aufgeladen. Mein Diener wird euch flugs entsorgen. So wie dein erster Diener. Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es fast ein wenig. Denn wir sind mächtig. Wir sind ein Auserwählter. Wir sind Garavon. Gesteuert vom legendären Let's Player. Nein, Quatsch. So, zack. Du bist kaputt. Mein Überträger. Wer ist der Überträger? Ist gleich einsatzbereit. Ach, hier können wir ihn angreifen. So, aber du wirst nicht lange leben, um was davon zu haben. Sturmfürst Kasimir. Ich will eine Rüstung haben. So. Gib auf, du Unhold. Ja, super. Der flieht natürlich wieder, der Affe. Ja, wahrscheinlich werden jetzt die auf uns... egal. Mein Meisterwerk... Ach so, ich kann es nicht so schnell lesen. War ja klar. So, die sind relativ schwach. Irgendwelche gebundenen Kreaturen. So, zack. Kann ich dich jetzt angreifen? Ach so, ich muss das aktivieren. Oder überbrücken. So. Nein, Mann, die Maschine, was habt ihr getan? Ja, dich töten. Was auch sonst. So, fertig. Oder passiert hier noch was? Das raucht. Ich trinke mal kurz was. Nee, ich glaube, es passiert nichts. Aber wir sollen noch zurückkehren. Ja, Machtdemonstration ist abgeschlossen. So, haben wir denn hier hinten an den kaputten Wagen vielleicht noch ein Artefaktchen für mich? Das wäre eine recht nice Sache. Nee, hier ist nichts. Lame. So, okay, dann werden wir noch die Kristalle zerstören und dann denke ich mal, sind wir auch fertig am Windzorn aus dem Posten. So, hier haben wir noch einen Kristall. Dann locken wir das Vieh mal raus und dann können wir den Kristall in Ruhe zerstören. 3 Stück brauchen wir noch, wir haben gerade mal die Hälfte. Ja, natürlich kommt der. Warum sollte es auch mal zu meinen Gunsten ausgehen hier? Na, du auch, ne? Mann, hier kommt man gar nicht zum Zerstören, weil immer jemand angeschissen kommt. So, der droppt noch nicht mal was. Aber diese Kristalle sind ganz schön zäh. Wie gesagt, ich hämmer hier relativ lange verglichen mit der Sturmlegion, mit den Sturmlegion-Typen drauf ein. So, zack. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, wann der Stromstoß die ganze Zeit auslöst. Muss ich mal durchlesen. Aber nicht jetzt. Ich nehme es einfach hin, dass der ausgelöst wird durch irgendwas. Und in der Regel immer vom von diesem Sturm, von diesem heftigen Hieb, wie ihr seht. Und das reicht mir eigentlich auch schon. Ich muss nicht alles wissen. Ich will auch nicht alles wissen. Ich will dieses Spiel einfach nur spielen und genießen und meine Freuden mit euch teilen und Frustmomente, falls vorhanden. So wie damals bei Red Faction, wo ich mich am Ende nur noch durchgestorben habe, aber das waren noch Zeiten. Das waren noch die guten alten Let's Play Zeiten. Ja und jetzt ist man beruflich eingespannt, man nutzt das Wochenende eigentlich nur zum Relaxen oder mal was abseits der Arbeit zu unternehmen. Und dann rückt halt das Let's Playen immer weiter in den Hintergrund. Was heißt in den Hintergrund? Aber man hat, man hätte Zeit, wenn man sich den Zeitplan so stricken würde, sagen wir es mal so. Aber man hat da natürlich nicht immer die Lust, irgendwas zu machen. Man will einfach auch mal nur, chillen oder was weiß ich. Und sich nicht immer
zu 100% irgendwas hingeben, einfach mal die Zeit verstreichen lassen, ohne irgendwas zu machen, die Gedanken ein wenig schweifen zu lassen. Ich zocke ja sonst auch relativ wenig, verglichen mit früher. Also auch ohne Aufnahme. So. Sehr schön, damit müssen wir doch jetzt alles abgeschlossen haben. Und ja, ich fand die Zeit früher schon ziemlich cool, wo man sich einfach hingesetzt hat und aufgenommen hat und das alles noch neu und aufregend war. Aber die Zeiten, die sind, muss man leider sagen, vorbei. Es ist alles nur noch Routine und man verbessert sich stetig. Also der Prozess des Verbesserns, der ist natürlich immer gegeben. Man kauft sich eventuell neue Hardware, um vielleicht das ein oder andere Feature zu verbessern. Da habe ich auch noch ein paar Punkte auf meiner Liste, die ich gerne abarbeiten möchte bei Zeiten. Wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Der Link ist irgendwo in der Beschreibung, ganz unauffällig. So, jetzt gehen wir mal die Quest hier ab bei Gregor Banane. Das habt ihr gut gemacht, Garavon. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Lady Usher erfährt, dass ihr ihre Befehle ausgeführt habt. Ja, was bleibt mir sonst anderes übrig, ne? Entweder Befehle ausführen oder selber dran glauben, das ist ja meistens so. Ich werde sicherstellen, dass alle offenen Probleme erledigt sind, bevor ich nach Glücksküste zurückkehre. Bestimmt werden wir schon bald wieder Bedarf neuer Hilfe haben. Ja, ja, die nutzen mich hier aus. Sondern mal, das ist zwar das Kettenteil, ja. Wir werden obsiegen. So, das Teil ist ja auch wesentlich besser. Hier, guckt euch das mal an. Wir haben hier 25 Rüstung mehr. 4 Weisheit mehr, 8 Ausdauer. Ich ziehe das jetzt einfach an. So, wie sieht denn das ohne Verkleidung aus? Das sehen wir gleich. Charakter, nein, sehen wir nicht. Ich muss erst die Garderobe ablegen. So, zack. Ja, das sieht... Wir sehen doof aus. So, deswegen mache ich das mal schnell wieder... Ach, so ein Mist. Schnell wieder weg. So, Garderobenset. Das muss er ja nicht speichern. Das bleibt so. Gut. Hallo. Ja. Damit haben wir auch schon ein Level up. Wir gucken gleich, wie der Punkt reingeht. Esamfudin möchte, dass ihr mit Jamal Fanza am Liestein Posten östliches Windzoll, bla bla. So. Dann wollen wir mal gucken, wo der Punkt reingesteckt werden soll. Wieder hier rein. Erhöht eure kritische Trefferchance. Okay. Alles ausgeben. Oh cool, wir haben eine neue Selbststärkung. Ah, die müssen wir mal aktiv nutzen. Setzt die Abklingenzeit von gewaltiger Schlag zurück. Das ist cool. Das packe ich mir mal hier hin. So, warte mal. Rüstungen, wo sind meine Verbrauchsgüter? Hier, ne? Mächtiger Heiltrank. Ich sehe nämlich gerade, dass hier der Heiltrank unten nicht mehr existent ist. Deswegen... setze ich den mal auf die Liste und wir haben hier noch welche von denen, die setze ich mir mal... Ha, ich hasse das. Die setze ich mir mal hier hin. So, für den Fall der Fälle. Nee, ich will keine Quest annehmen. Ach, nö. Ja. Ich hoffe, die babbeln jetzt hier nicht die ganze Zeit rum. Sonst komme ich ja wieder zu gar nichts hier. Wir sollen nach Osten. Na siehst du, dann wären wir doch hier hingelotst. Das müsste doch hier sein. Ja, nee, warte mal. Noch sehe ich doch, wir werden eh hier hingeschickt. Von daher ist es doch relativ egal, ob wir uns die Quest hier schon angenommen hätten oder nicht. Die relevanten Quests, die sich jetzt erst freischalten, die hätten wir jetzt eh erst bekommen. So, das Artefakt nehme ich mal unauffällig mit. Ah cool, dann haben wir ja doch noch eins in dieser Folge ergattert, wenn ich das denn jetzt finden würde. Ich glaube, das ist das hier, der Sextant. Jawohl. Cool, da fehlen uns noch 2 Stück von. Sehr nice. So, dann nehmen wir mal kurz die Quest hier an. Gut, euch zu sehen. Jo. So, alles im Blick. Besiegt goldenen Schlund-Agenten. Sammelt goldenen Schlund irgendwas. So, dann hier haben wir... Besorgt einen gravierten Quellsteinkern. Machen wir doch besiegt die vulkanischen Flammen. Auch das wird gemacht. Danke für eure Hilfe. Ja, wollte schon sagen. Gut, dass ihr da seid. Ja, gut, dass ich da bin. Besiegt Schnappermaul-Basilisken, okay. Und sammelt Agentenferngläser. Ja, das scheint wieder alles zusammenzuhängen. So, gebraucht waren. Ja, das ist schön für dich. Ja, gut.
Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Die Zeit ist nämlich schon wieder rum. Und wir starten dann morgen am Sonntag hier direkt. Wahrscheinlich hier. Ja, zumindest hier. Ein Teil der Quest und versuchen die natürlich alle zu vervollständigen. Ich bedanke mich Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rift. Also, bis dann.